Hey Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Was für ein schöner Morgen mal wieder hier vor Ratai. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder los und verbringen irgendwelche Untaten. Ja, wie gesagt, letztes Mal das mit Wolflin, das war nicht so schön gelaufen. Ihr habt mir auch geschrieben, dass man ihn auch anders hätte besiegen können, also nicht töten. Aber ihr habt es ja gesehen, das war nicht meine Absicht, der ist auf einmal gestorben. Und ich weiß, dass das, glaube ich, auch ein bisschen zusammenhängt mit der Fähigkeit, dass ich Gegner bluten lasse, wenn ich sie schlage mit meiner Waffe. Also das ist halt leider immer so ein bisschen unglücklich. Also auch wenn die dann in die Knie gehen, ist es ja schon passiert, dass die einfach zusammenbrechen und sterben. Also wenn sie sich ergeben, ihr wisst ja, wenn sie dann um ihr Leben betteln. Das ist halt sehr ärgerlich. Kann ich leider nichts dran ändern. Ich hoffe, das geht irgendwann wieder so ein bisschen... Ah, Adam? Adam? Hallo? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Was? Was? Du bist allein nach Scarlet's gegangen, stimmt's? Dafür braucht man Eier. Nicht wirklich. Hat gedauert, bis ich den Mut aufgebracht habe. Dann warst du vernünftiger als ich. Ich bin gleich zurück und wäre fast draufgegangen. Hab davon gehört. Deshalb habe ich ja so lange gezögert. Und wie lief's? Gefunden, wonach du gesucht hast? Da gab es nichts mehr zu holen. Ein anderer war schneller. Und ich habe den diebischen Hunsford nicht zu packen gekriegt. Ein Dieb? Ein zwielichtiger Bursche. Das ganze Gesicht voller Ruß. Kam aus dem Keller wie der Blitz, als ich auftauchte, und hat sich mit der Beute verpisst. Hab mich so erschrocken, dass ich nicht mal dran gedacht habe, ihm nachzusetzen. Der hat alles mitgehen lassen. Sogar unseren neuen Kessel. Oha. Ach ja, das war... Da habe ich ja direkt ja schon gefunden, den Verrußten. Also, den Hinweis darauf. Wie sah er denn aus? Ich konnte nicht viel erkennen. Er war voller Ruß. Und sein Beutesack war so voll, dass er den Kessel außen festbinden musste. Der glänzte. Ein verrußter Kerl, ein Sack und ein glänzender Kessel. Er könnte sich natürlich waschen und den Sack wegwerfen. Vielleicht war es der Teufel. Oder ein Köhler. Es könnte tatsächlich ein Köhler gewesen sein. Der Sack sah durchaus danach aus. Und in der Gegend um Rovna gibt's eine Menge von denen. Er hätte es dann nicht weit gehabt. Alles klar, dann ist er wohl in Rovna, schätze ich, ja? Was hat er noch aus eurem Haus gestohlen? Vater hat mir eingebläut, nie darüber zu reden. Das kann dir doch jetzt egal sein. Dort gibt es sowieso nichts mehr zu holen. Wohl wahr. Vater hatte Geld und Wertsachen im Haus versteckt. Da war dieses juwelenverzierte Kreuz, das als Mitgift für Bianca gedacht war. Ja, danke. Auch für Bianca ist... Ich habe jetzt gar nicht mehr gewusst, ist er der Bruder von Bianca oder wie? Wie sah das Kreuz denn aus? Warum fragst du? Naja, wenn ich es irgendwo sehe... Was? Du willst danach suchen? Wie gesagt, wenn ich es irgendwo sehe oder davon höre, wer weiß. Ich wäre dir sehr dankbar. Mir ist nichts geblieben, aber mit dem Kreuz hätte ich ein Erinnerungsstück an meine Familie. Es ist aus Silber mit einem herzförmigen Rubin in der Mitte und es hängt an einer roten Kordel. Ich meine, willst du das nicht lieber dann verkaufen, dass du ein bisschen Geld hast? Und hast du die Sache den Bütteln gemeldet? Ja. Alex hat mich zu dem Vorfall befragt und mich zu ihnen geschickt. Und wie ging's weiter? Die meinten, das tut ihnen leid, aber sie könnten keinen entbehren, um alle Häuser nach einem Kessel zu filzen. Wenn ich nicht weiß, wer es war, können sie nichts für mich tun. Ja, das ist schade, ne? Ich meine, aber genauso sieht's halt aus. Du hast keine Handhabe hier. Hey, pass auf. Hey, pass auf. Gerade auch nicht als armer Bauer. Ich meine, was machst du da? Oder als armer Flüchtling aus der Stadt. Schon wieder... Was machen die mit den Hellebarden? Übrigens, die kann ich nicht verkaufen und auch nicht benutzen. Finde ich ein bisschen schade. Ja! Man kann keine Stangenwaffen nutzen, offensichtlich. Ja! Fände ich ganz interessant, wie man damit kämpfen würde. Also ich meine jetzt nicht so typisch einfach zustechen mit der Hellebarde, sondern auch so ein bisschen... Ja, hört sich jetzt doof an, aber vielleicht wie so ein Mönch. So ein asiatischer Mönch, der sich dann damit wirbelnd durch die Gegnerhorden bewegt. Warum kann ich hier immer noch nicht baden, Mensch? Ist das doch zu früh, oder was? Ich möchte gerne baden, ich bin voll dreckig. Ich werde mal vielleicht noch ein bisschen warten. So. Ja, dann geht's wohl wieder auf nach Rovna, so wie wir schon mal waren in der Gegend, aber ich werde diesmal gleich noch weiter nach Scarlet's, weil ich habe noch den Auftrag von Meister Fafa bekommen, dass ich in die Minen gehe und mich dort mal ein bisschen umsehe. Vielleicht sind die Kumanen ja schon weg. Hallo? Ich drücke doch T. So, bitte. Ich möchte jetzt bitte baden. Ich bin richtig dreckig und habe überall hier Blutgrinde und so weiter. Sagt ihr das auch? Blutgrinde?
Weiß ich nicht, das hat meine Oma immer gesagt. Also ihr wisst schon, Blut, ja, geronnenes Blut eben so scharf oder wie, nee, nicht scharf, das ist was anderes, I. Hm. Na gut. Ich möchte... ich rede wirr. Ich bin nicht so ganz wach, es tut mir leid. Ich brauche... Du wirst mich nicht verwirren. Okay. So, erstmal schön dippen im warmen Wasser und jetzt geht's mir schon wieder besser. Ach ja. Gut, dann würde ich sagen, ja, ist das jetzt auch das nächste Ziel in Rovna oder was soll ich? Berust. Oder ist. Hä? Achso, ich soll dem Wirt ja Bescheid geben. Warte mal. Finde Adams Wertsachen und bringe sie zurück. Warte mal, warte mal. Wisst ihr, was ich noch habe? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Das Pferd hat das. Hier. Ich habe doch Adams Familienkreuz. Das habe ich doch schon seit Ewigkeiten einstecken. Fällt mir. Ich wollte gerade noch sagen, das kommt mir doch alles so bekannt vor mit dem Kreuz. Tja. Naja, gut. Dann, wir gucken mal. Habe ich das nicht hier sogar von ihm geklaut? Ich weiß gar nicht. Finde den diebischen Köder. Hm. Okay. Finde Adams Wertsachen, bring sie zurück. Gib Andreas dem Wirt Bescheid. Kann ich machen. Alles klar. Hey Leute, das ist gerade ein bisschen... Ich weiß echt nicht, was ich das Kreuz denn her. Ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht mehr weiß. Unglaublich. Das war bestimmt irgendwo die Gegend hier. Da oben. Kurios. Aber ich werde den finden, den Köder. Das sage ich euch. Das finde ich... Oh. Einerseits zwar verständlich. Ich habe ja auch ein bisschen geplündert, gebe ich zu. Aber man muss ja gucken, wo man bleibt. Ja, ich weiß, ich darf gar nichts sagen. Absolut nicht. Mache ich auch nicht. Nur nochmal zu meiner Verteidigung. In echt wäre ich total anders. Also wahrscheinlich wäre ich sogar mit draufgegangen in Scarlet, weil ich jemandem helfen wollte. Ich wäre nicht einfach so weggerannt. Courage ist nicht immer was Gutes. Wenn es darum geht, den eigenen Hintern zu retten. So, Andreas, Andi, du Klatze. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Ich würde echt gerne wissen, was das für ein Aufwand war, damals in der Zeit, sich so eine Glatze da zu rasieren. Ich habe Adam gefunden und ihn zu dem Diebstahl befragt. Und? Hast du was Nützliches rausgefunden? Ja, kann man so sagen. Ein rußverschmierter Kerl hat einen neuen Kessel und ein Silberkreuz geklaut. Von dem Kessel weiß ich nichts, aber was das Kreuz angeht, roter Stein und rote Kordel? Woher weißt du das? Erzähl mir nicht, du bist Hellseher. Natürlich nicht. Jemand hat's mir angeboten, aber der Handel schien mir halbseiden. Da hab ich abgelehnt. Ja, ich hab's halt schon, das Kreuz, ne? Und was hat er gesagt? Nichts. Er wollte was zu essen und zu trinken und ist dann raus. Und das war's? Yep. Wenn er mich verflucht hat, dann schweigend. Hast du irgendeine Idee, wer es war? Ich kenne seinen Namen nicht, aber er ist Köhler, kommt aus Rovna und taucht ab und an mal hier auf. Ah. Also stolpert ein Wildfremder einfach so hier rein und bietet dir ein geklautes Kreuz an? Komm schon, du weißt doch, wer das war. Ich stehe in dem Ruf, verlässlich zu sein und gewisse Dinge regeln zu können. Ja, sowas in der Art hat Fritz erwähnt. Du seist jemand, zu dem man geht, wenn man ein kniffliges Problem lösen muss. Also kennst du sicher den Namen des Köhlers, oder? Naja, alles weiß ich auch nicht. Bloß, dass der Köhler Tonschek heißt und aus Rovna stammt. Woher genau, kann ich dir aber nicht sagen. Ich war nie dort und habe ihn nicht gefragt. Nun gut, ich gehe dem nach. Ja, Tonschek. Ich bin mich ganz sicher, ob ich das dem damals geklaut habe. Ich habe so viel geklaut, ihr wisst ja. Da verliert man irgendwann den Überblick. Das geht dann irgendwann gar nicht mehr so ein. So. Die Wertsachen habe ich ja schon. Unter Tage, sprich... Oh, ich hätte erst mit ihm reden sollen? Shit. Na gut. Jetzt bin ich schon mal hier oben. Beziehungsweise kann ich auch ganz schnell wieder runter, oder? Ach, ich weiß es nicht. Was soll ich denn machen? Ich könnte ihm auch die Kette zurückgeben, aber wir gehen erstmal hoch und... oder? Warte mal. Ja gut, dann gehe ich erst nochmal nach Ratai. Das ist jetzt auch Quatsch. Werde ich da schon mal ein Stückchen... So... Lieber so, als wenn ich dann nochmal ganz von oben runterreisen muss. Ich meine, ich komme mir langsam vor, als müsste ich hier Reisegeld verlangen, oder? Ich meine, das Pferd nutzt sich ja auch irgendwie ab, oder nicht? Nun ja. Hm.
Ah, ich frag mich ja gerade. Ich weiß, leider. Na, ich sag's jetzt nicht. Ich weiß nämlich noch was sehr. Damit hätte ich nicht gerechnet. Noch ein Fakt, den ich euch jetzt nicht nennen möchte, weil das würde jetzt richtig, richtig hart spoilern. Vielleicht finde ich es ja irgendwann nochmal. Aber man kann auch eine Profession eingehen, die hätte ich so nicht erwartet. Also man kann sich wirklich. Ne? Na, ich sag's nicht. Das wäre jetzt. Oh Leute, das hat mich echt gespoilert. Und warum? Weil ich so blöd war und hab mir die Achievements angeschaut. Warum mache ich sowas? Ich meine, es gibt natürlich immer diese versteckten Achievements, aber dann gibt's auch immer wieder die. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der muss da irgendwo sein, der Bergbaufuzzi. Unter Tage. Ja, da. Ach, das ist direkt auf der Hauptquest. Ah, ich muss das auch bei Meister Pfeffer abgeben, deswegen. Und ich kann mir noch Klamotten holen von Hansi. Ach, Hansi. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Hat nichts mit Himmel zu tun. Ich muss hier durch. Mal Platz. Gott sei mit dir, Heinrich. Guck mal, ist er da? Hans? Ich hoffe, Hans geht's gut, Leute. Wo ist die Kiste? Ich dachte, ich darf mir hier was rausnehmen. Also offensichtlich ist das hier eine Kiste, aber die kann ich nicht öffnen. Und hier hat Hans geschlafen. Hans, der kann's. Manchmal zumindest. Hey. Pass etwas besser auf. Ja, mach's gut. Oh oh. Ja, ich wollte es gerade sagen, da kommt schon wieder einer. Ist ja egal, was da drin ist, wahrscheinlich eh nichts Wertvolles. Meister Pfeffer! Meister Pfeffer! Sei gegrüßt. Was brauchst du? Das mache ich später mit Ulrich. Hier, und zwar. Ich bin auf Ratzigs Geheiß hier. Meister Pfeffer, Herr Ratzig schickt mich. Ach ja? Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch die Schmelze und die Wasseranlage im Hof prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Alles klar. Meinst du den Hof bei der Skalitzer Mühle? Genau den. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Immerhin befand sich dort das Holzkohle- und Silberlager. Silberlager? Bestimmt ist es leergeräumt. Vermutlich. Mich würde es ziemlich wundern, wenn es überhaupt noch steht. Ich meine, die Kumanen, die sind ja da nicht umsonst hingekommen, also die Armee von Sigismund. Die haben das ja nicht umsonst einfach stillgelegt, die wollten das bestimmt auch klauen, denn da kamen ja auch die gefälschten Münzen dann erst hervor, was? Ja. Von was für einer Wasseranlage sprichst du? Ein Stampfwerk und Wassertröge. Sie befinden sich in der Biegung des Baches unterhalb der Burg. Du kannst sie nicht übersehen. Überall sind große Tröge und Werkzeug. Ich glaube, ich gebe erstmal Adam dann seine Sachen zurück, oder? Bevor ich jetzt dann wieder hochgehe, übrigens, ist mir gerade noch so ein Sinn gekommen. Du erwähntest einen Stollen. Nur einen? Junge, das Bergwerk ist wie ein Labyrinth. Es würde eine Woche dauern, alles abzugehen. Ich rede von einem bestimmten Stollen am Fuße des Hügels, nahe einem Fischteich. Warum nur dieser eine? Weil ich glaube, dass dort ein Flöz ist. Alles weist darauf hin. Wenn jemand Silber stiehlt, dann mit Sicherheit von dort. Oh ja, diese Stollen. Hör mir auf davon. Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Alles klar, ich mache mich ans Werk. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Ich habe mich schon mit so viel herumgeschlagen. Immer wieder alleine, aber ich denke, das geht. Oh, das ist ja einiges. Ja, ich muss halt alle Punkte jetzt abgehen und gucken, ob ich da irgendwas finde. So. Aber warte mal, was war noch mit der Hauptquest mit Meister Pfeffer? Ja, ich soll ihm die... ich soll ihm Ulrichs Schriftstücke geben. Ja, komm, das mache ich jetzt wirklich ein andermal. Weil die Hauptquest, die will ich mir echt ein bisschen aufheben, Leute. Ich weiß, ich habe erst gesagt, ich will es eigentlich dann auch mal durchkriegen bei Zeiten. Andererseits denke ich mir aber auch so, ja, ich habe Spaß dran. Warum sollte ich es jetzt hoppla die hopp, oder? Und auch wenn es nicht so viele schauen, ich habe Spaß und das ist ja das Wichtigste. Von dem her. Was ist denn jetzt Adam schon wieder? Der arme Kerl. Willkommen, Heinrich. Warum sitzt du hier rum? Adam.
Hallo Adam. Oh, du bist nicht Adam. Du bist Adam. Du bist Pickel. Tonda. Und dann sind jetzt mal der Dorfbewohner. Wo ist denn Adam? Oh, ich würde euch wirklich gerne was geben, aber ich kann nicht. Ach, hier ist er das. Felsen. Auch nicht. Wo ist denn Adam? Der läuft ja halt nur mit Unterwäsche. Oder, ja, sagen wir mal, eigentlich theoretisch ja wieder nackt läuft er hier rum, so nackend. Glück und Gesundheit, Heinrich. Cornelius. Danke dir auch übrigens, ja. Ja, ja. Viel Glück und Gesundheit auf all deinen Wegen. Brot, Semmeln und Brezeln. Das wird echt schlimm, hier sind so viele. Und keiner macht was. Die lassen die einfach alle hier, ne? Stefan. Habe ich den auf der Karte? Nein. Ja, ich habe Adam nicht auf der Karte, oder? Ach, ist das ärgerlich. Nee. Na gut, komm, dann gehen wir doch erstmal hoch. Ich meine, macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt hier über nach Adam suche. Auch wenn es optional ist. Ich muss ja erstmal den Köhler finden, wenn wir davon ausgehen wollen, dass er das ja noch hat, das Kettchen. Vielleicht habe ich es einfach mal geklaut und ich weiß nicht. Dann war es halt wieder zu spät, dann war er wieder weg. Oder ich habe ihn nicht irgendwie groß belangt, ich habe es einfach nur mitgehen lassen. Ach warte, ah scheiße, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz in Myriad vorbei. Das muss ich doch langsam mal aufklären mit der Seuche, habe ich irgendwas übersehen? Da stand ja nur, bis sich das aufgeklärt hat. Also bis alle wohl geheilt sind oder bis halt jemand stirbt oder bis alle sterben, wer weiß. Aber ich habe es offensichtlich ja richtig gemacht mit der Entgiftung. Aber komm, wie fies muss man sein, dass man einen Brunnen vergiftet? Ich meine, das ist immer was Persönliches, oder? Wenn man einfach mal ein ganzes Dorf auslöschen will. Und damals war es halt nicht so, dass man mal so eine Kiste Wasser im Haus hatte oder Cola. Ja, da musste man halt Brunnenwasser trinken. Also im Prinzip war man halt wirklich dann der Gearschte. Ach, nicht schon wieder Überfall. Hau ab. Übrigens, diese Überfälle, das sind immer irgendwie so zwei... Oh, oh, oh. Das sind immer so zwei Bauern. Also die sind immer sehr schlecht ausgestattet in der Regel. Was? Was ist denn der Wanderer? Ich habe einen Plan. Achtung, da sitzen welche im Gebüsch und wollen mich überfallen, richtig? Nee. Es kann nichts schief gehen. Hey, vielleicht hat er noch eine Karte. Ist ein Händler. Was ist denn? Du siehst wie ein weit gereister Mann aus. Ja. Und wie es der Zufall will, suche ich jemanden wie dich. Okay. Schon gut. Sag mir, worum es geht. Es ist so. Ich weiß, wo sich ein Schatz befindet. Naja, Schatz klingt zu spektakulär. Es sind vielmehr versteckte Wertsachen. Und dieses Wissen teile ich mit dir. Für einen gewissen Preis. Oh, sag bloß. Okay, komm. Wilde Geschichte. Ausgezeichnet. Welche Karte ist es denn? Weil ich habe ja gesagt, ich habe hier die Schätze schon. Nur oh, die 6. Sehr gut. Ja, den habe ich schon durch Zufall gefunden. Bist du noch? Sehr gut. Alles klar, Bro. Dann fehlt eigentlich nur noch die 3. Und die bekommen wir ja in Sasau. Warte mal, wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich noch mehr hier jetzt? Ist das so weit weg? Nee, ist es so weit weg. Sagen wir ehrlich. Da müsste ich wieder zurückgehen. So. Und ich habe Hunger ein bisschen. Habe ich Alkohol dabei? Schnaps. Oh, ich eigentlich keine... Wollte gerade sagen, ich habe keinen Retterschnaps. Wie viel ich mittlerweile habe an Retterschnaps? Ich habe einfach mal so wild drauf losgebraut. Ach Mist, ich habe nichts zu essen. Ich muss irgendwo ein bisschen was zu essen herkriegen. Weil ich habe noch den schönen Buff, dass ich gesättigt bin. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Aber den werde ich nicht mehr lange haben, schätze ich. Ach, immer diese Köhler da oben, weißt du? Immer wieder diese Köhler, diese duckmäuserischen da. Wisst ihr, das haben wir mit Ulrich schon hinter uns. Das hatten wir damals bei, wie heißt das da oben? Das Räuberlager hatten wir auch. Hör mal, ansonsten könnte ich auch ins Räuberlager. Die haben da bestimmt noch ein paar Äpfel rumliegen. Die hatten wirklich Fässer voller Äpfel dort oben. So. Hier genau habe ich das geklaut, glaube ich, das Kreuz. Also muss es einer von euch haben. Ich habe sogar aus der Kiste da neben der Hütte, ne? Da. Nee, warte, wo waren die Hütte? Ist das das Köhlerlager? Gab es da nicht noch eins? Oh doch, hier sind mehrere. Ich glaube, aus dem hier habe ich es geklaut. Zurück. Geeignet. Klauen hört sich immer so fies an. Ne? Ich meine, das ist ja nicht Klauen jetzt hier.
Ich habe Geld gefunden in der Kiste. Ich meine, ist ein kleiner Unterschied. Oh. Wie viel? Warte mal. Ich weiß halt nicht, wie viel das jetzt an Sattheit macht. Hoffentlich. Habe ich mir noch gar nicht so genau angesehen. Na ja, es geht noch. 91, wieder 66, das sind 25. Ja. Das ist ja gut. 25 gibt es aus dem Topf essen. So, Freundchens. Ich weiß ja, wer es war, deswegen... Ach komm. Ich gehe gleich mal hin. Ja, ja. Auch sitzen. Ich weiß schon, wo ich es her habe, deswegen gehe ich gleich an dieses Lager, weil... Da werde ich... Oh Gott, das Pferd. Ah, nein, 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 nein. Ach Gott. Ich werde da hundertprozentig fündig, wollte ich sagen. Das ist eine doofe Rüstung. So, hier nämlich, ne? Hier werde ich hundertprozentig fündig. Sträuche. Ja, genau hier aus der Kiste habe ich es, glaube ich. Was ist schon wieder verschlossen? Der Söldner ist auch noch da. Sag mal. Es bewegt sich ja fast nichts in der Welt hier, ne? Du mit der roten Mütze warst es. Boris. Mit dem kann ich auch nicht reden. Herr Köhler. Glück und Gesundheit. Ja, ja. Bist du zufällig Tonchek? Ach genau, Tonchek, Quatsch. Was? Nee, Tonchek lebt in der Nähe in so einer verlassenen Hütte im Wald. Der ist gern für sich. Ah, danke. Dann suche ich ihn dort. Was willst du denn von dem? Ist geheim. Was willst du denn von dem? Ich sag einfach gar nichts. Ich da mal kurz ran an die Kiste? Ich meine, ach komm, ist egal, da war eh nichts mehr drin. Ich glaube, da war nur Werkzeug und so ein Quatsch. Das Werkzeug. Was hieß hier? Das sind. Oh. Ich wollte gerade sagen, das interessiert es gar nicht, dass hier Leute rumlaufen. Voll Wildtiere und so weiter. Ah, nein, nein, nein. Ah. Hilfe. Hilfe. Manchmal ist es ein bisschen zu schnell, das gute Pferd. Ist er das? Tonchek. Ist er da, Tonchek? Wo ist er denn? Aha, eine Facke. Wo schließt man sowas ab? Tonchek. Aha. Oh, warum wächst du mich? Hau ab. Weiß nicht, bist du Tonchek? Scheiße. Hau ab. Tonchek. Ich trampel mal ein bisschen auf dir rum. Tonchek, steh auf jetzt. Oh. Er steht halt nicht auf. Ich würde mir gerne eine ballern, aber ich glaube, das ist nicht so toll. Ich töte ihn heimlich. Nein. Ich töte ihn Heinrich. Was denn? Aha. Aha. Dann war es doch. Wo habe ich das jetzt? Ist kein Questgegenstand, kein Beutel. Ey. Tonchek. Scheiße. Hab. Ach, weißt du was? Ist mir egal. Wie viel haben wir denn? Oh, es ist schon spät. Ich leg mich mal zu ihm und schlaf mal ein bisschen. Wird er nicht bemerken, dass ich ihn beklaut habe. So, gute Nacht, Tonchek. Schlaf schön. So, machen wir bis morgens um 6. Kurz nach 6. Gute Zeit. Weißt du, ich muss gar nicht mit ihm reden. Das sind meine Überzeugungskünste. Nicht reden, sondern gleich Taten folgen lassen. Dass sich aber so früh schlafen legt, wann fangen denn Köhler an zu arbeiten? Ich weiß auch nicht, für mich wäre das auch kein Beruf. Das ist ja recht, sag ich mal, abgeschieden. Du bist ja kaum in Gesellschaft von anderen. Ach Gott, gut habe ich geschlafen, Tonchek. Wo bist du denn? Ja, Tonchek. Wie sieht's aus? Auch so eine Glatze Glück hier. Und Gesundheit. Wie macht ihr das? Ich meine, die Haare fallen nicht so aus. Du hast immer so einen Kranz noch, du oder? Du bist Köhler Tonchek, nicht wahr? Der bin ich. Was willst du? Sollst ein hübsches Kreuz haben. Ja, aber was geht dich das an? Du bist aber ganz schön, ne? Ich bin in Scarlets aufgewachsen. Und ich hasse nichts mehr als diese Drecksbrut, die das wenige plündert, das uns geblieben ist. Wenn du nicht alles zurückgibst, wirst du den heutigen Tag verfluchen.
Ich habe nichts getan. Wie? Muss ich jetzt verprügeln? Na klar. Ich meine, er hat ja schon nichts mehr. Ich meine, gut, ich darf nichts sagen, wie gesagt, aber ich bin auch noch ein gebranntes Kind, ja. Dein Atem. Dein Atem stinkt? Was ist das für eine Beleidigung? Dein Atem stinkt. Du Hafensänger. Hör mal, wie lange müssen wir eigentlich noch ausweichen hier? Verdammt! Du musst den nur mal ein bisschen in die Ecke drängen. Ey, jetzt, hör doch mal auf, mich an dort festzuklammern. Okay, er gibt's halt nicht auf, ne? Leg dich hin, komm. Leg dich hin. Es ging mir nur um das Prinzip, dass wir rausfinden, ob er es war. Ne? Na, ist nix. Sag ich doch, ich hab's ja schon alles. Dieser Kerl! Oh, ich hab nichts gemacht! Und dann, ja. Will er mir gleich aufs Maul hauen. Was? Geh doch. Geh doch, Heinrich. Oh, siehst du mal, hier hätte ich mir schon wehgetan, diese Stufen runter. Naja, mein Gott, ich sag mal, ich kann es nachvollziehen, vielleicht ein bisschen, aber plündern ist halt nicht geil. Ich hab's ja auch gemacht hier und ich wie gesagt, das ist ein Spiel. In echt finde ich das echt nicht gut, das ist schon, ach, weiß nicht. Gerade wenn man, gut, wenn es Tote sind, die brauchen es wirklich nicht mehr. Aber, ich meine, der Typ, der hat es ja gesehen, wie er es geplündert hat und trotzdem... Da wird das noch verschachern und alles. Wie gesagt, man darf gar nichts sagen hier. Weil ich wette, keiner, der das spielt, ist komplett ritterlich und frei von jeglichem Tadel. Hm. Hier hat jemand ordentlich gewütet. Ja, ich mich gar nicht umgesehen. Wisst ihr noch damals, als wir das allererste Mal nach Scarlet's... Oh, oh. Da waren die Typen auch schon da, wollte ich gerade sagen. Aha. Wer ist da? Ich bin da. Der Heinrich. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine... Boah. Gut, Mann. Na, wer will noch? Los. Ihr Penner. Was ist das? Gnadenstoß. Ah, der ist schon tot. Boah. Hey. Boah. Wer Hör ist mich da? Auf. Ich warte, ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Wer? Immer auf den Sack. Schnacksch. So. Auf dem Frack. Ja. Habe ich gelernt, so sagt man im Osten. Krieg's auf dem Frack. Ich mach Schnacksch. Was ist das? Tote sind das. Hey. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Du bist lebensmüde, hä? Hey, hey, jetzt kommen wieder alle dazu, ne? Was nennst du kämpfen? Ich nenne das nicht nur kämpfen, ich nenne das Rumgefuchtel kämpfen. Oh oh. Ah, scheiße. Ja, jetzt kommen sie wieder alle, weißt du? Oh Gott, das ist ja furchtbar hier. Pferdchen, rette mich. So, jetzt haben wir wieder faire Verhältnisse. Einer nach dem anderen, bitte. Oder vielleicht auch nicht. Haha, auf den Schädel. Au. Ah. Au, den habe ich doch abgeblockt. Was willst du denn? Da schießen sie von hinten, guck mal. Feiglinge. Wow. Ah, die Schnauze. Oh, oh. Ja, komm, schieß.
Das nennst du kämpfen? Was war das denn? Warum packt er die Waffe weg? Hey? Gnadenstoß. Ich will. Nein. Siehst du mal, von wegen. Gegen mehrere ist nicht so leicht. Ich finde, den Kolben, der ist sowieso eine ganz andere Waffe. Mit dem kann man viel besser Verteidigung durchbrechen. Weswegen ich den gegen mehrere Gegner immer einsetzen würde. Ich denke mal, das war's jetzt, oder? Oh, eine pralle Börse. Ach, das ist, ja gut, Diebstahl, aber pff, mir doch egal. Ich hab's mir ehrlich erworben. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Reparaturzeug? Ist da nichts bei? Gibt's doch gar nicht. Was ist das denn? Schwere Streitaxt. Ja, ich mein. Gut, ne? Ich mein, ja. So. Das hatten wir ja schon. Mit Äxten bin ich nicht so. Ich versuche mich gerade. Boah, jetzt. Warum habe ich die eben nicht gesehen? Ich versuche mich gerade so ein bisschen an Kolben zu gewöhnen. Oh, den Stachel. Ah, genau, den Stachel. Legen wir mal weg, das ist eh verschlossen. Schuster, Schneider. 00 Schneider. Okay, also wenn die jetzt besser bewaffnet wären, dann hätte ich wahrscheinlich ein schweres Spiel gehabt, aber. Die waren jetzt nicht unbedingt die besten Banditen, sag ich mal. Das sind. Ist immer so eine Sache, wie der da liegt. Als würde sich einfach mal so ein bisschen ausruhen. So hindrapiert. Okay, wenn ich mir das so angucke, so schlechte Bewaffnung und Ausrüstung haben sie doch nicht. Es geht. So mittelmäßig. Aber dafür, dass es sehr viele waren, finde ich, habe ich mich jetzt auch nicht schlecht geschlagen. Also. Könnte man deutlich schlechter machen, solche Kämpfe. Oh, warte mal. Wildbret. Trinkwasser, nimm mal mit. Ich hab nämlich langsam, glaube ich, wieder ein bisschen Appetit. Was gibt denn das? 8? Nur 8? Kann ich das nicht essen? Ach, das ist nicht gebraten, ich sehe. Okay. Gibt das? Ich wollte es essen. In die Tasche packen. Mein Wasser ist auch Nahrung, natürlich. Gesundheit und Energie 1. Okay. Aber immerhin füllst du gleich Gesundheit mit auf. Ganz nett eigentlich. So, ihr Luschen. Was hat man ein Feuerchen finden? Glul. Hab ich jetzt ja direkt mein Wespennest gestochen hier, ne? War aber auch nicht anders zu erwarten, finde ich. Na? Ich habe hier schon durchsucht. Ach komm, pfeif drauf. Ich könnte jetzt eigentlich alles wieder einsammeln gegen Geld verschachern dann. Aber das ist so unnötig. Also, dass ich die ganze Rüstung mitnehme. Das habe ich ja die ganze Zeit gemacht. Oh. Nicht mal verschlossen. Da erstmal ein bisschen das Blut abwaschen meiner Gegner. Ach ja. Was soll ich denn hier? Begutachte den Hof, wo das Erz verarbeitet wird. Habe ich doch. Also ich habe mich hier umgesehen zumindest. Gibt's hier noch mehr? Gut, das ist ein fester Punkt, wo ich mich umsehen soll, da mache ich das mal. Weil normalerweise hat man immer so ein Gebiet, das man absuchen muss, aber hier ist es wohl offensichtlich irgendwo hier. Ah. Das hier ist in überraschend gutem Zustand. Oh, meinst du, man könnte das wirklich wieder in Schuss bringen, ja? Ich meine, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Und anhand von irgendwelchen Texturen hier zu sagen, ob es gut ist oder nicht, ist schwer. Okay, bin mal gespannt, ob das die letzten Banditen waren. Also als ich hier, ihr wisst ja, vielleicht als ich nachts, oh. Osterei? Ich habe immer noch nicht, es gibt ein goldenes Ei, Leute. Ich weiß nicht, wo es ist, aber ich hoffe, Ostern ist jetzt quasi noch im Spiel. Ich weiß nicht, wie lange das hält, die Zeit. Gib mir das Ei. Ein kleines bisschen noch. Ja, ich habe ein blaues Osterei, Leute. Ach, schön. Aber man soll auch in Scarlet, in Rattay, meine ich. In Rattay soll man irgendwo Ostereier finden. Ich muss aber ein bisschen suchen. Ich freue mich drauf. Ich würde gerne das goldene Osterei finden. Ich weiß nicht, was es bringt. Aber es ist schon ein bisschen Prestige, ne? Ein prestigeträchtiges Objekt. Ne, auf jeden Fall müssen hier noch welche sein. Als ich nämlich da unten im Bach durchgeritten bin, in der stockdunklen Nacht, auf der Suche nach dem Minenstollen,
Da war nämlich dann auch die ganze Zeit hier, also die haben die ganze Zeit gerufen und es gab Geplänkel und wer ist da und irgendwo muss noch jemand sein. Hier? Ach guck mal, das sieht immer aus wie so ein reißender Bach, wenn man da guckt, so ein reißender... Oh. Hallo, was machst du denn da, mein Freund? Fährt der gerade rein? Halt, was willst du? Was willst du? Ich sehe mich nur um. Du solltest deine Nase da raushalten. Das ist eine Silbermine und da darf keiner rein. Ach. Ist doch auch da. Ich passe auf, dass keiner reingeht. Man kann hier leicht verschüttet werden. Mach dir keinen Kopf. Ich bin kein Dieb und ich kann gut auf mich Acht geben. Aber, na gut, dann ab mit dir. Aber ich hab dich gewarnt. Leuchten seine Augen? Das ist echt unheimlich. Soll ich mal da reingehen jetzt? Ich will eigentlich nicht... Oh, was? Untersuche den Zustand des Stollens. Ich werde mir erstmal die Wasseranlage ansehen, glaube ich. Komm gleich wieder. So. Sieht nicht allzu schlimm aus. Vermutlich waren die Hundsfette wasserscheu. Die Hundsfette. Sehr gut. So, wo ist das denn? Hier? Da siehst du mal, das habe ich alles gar nicht gemacht. Hier umgesehen, meine ich. Wo denn? Ach nein, jetzt ist es doch wieder ein Ort, den ich absuchen soll. Oh. Hier wurde mächtig Radau gemacht. Aber es steht noch. Ja. Kann man so sagen, mehr oder weniger. Es sieht echt nicht so schlimm aus, wie man denkt jetzt. Also, das sieht ein Blinder im Rückstock. Das ist alles ein bisschen wüst. Die haben ja wahrscheinlich alles durchsucht, aber die haben nichts zerstört. Die haben jetzt nicht randaliert. Immerhin. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Das ist doch... Es ging doch hier um die Vormachtstellung, dass man das Silber innehat und dass man das für sich beansprucht. Die sind doch nicht einfach hergekommen, haben die Leute getötet und hauen wieder ab. Was macht das für einen Sinn? Und wo sind die... Wo sind die ganzen Kumanen und überhaupt von Siegfried? Sigismund. Na? Im Dunkeln sah der echt gruselig aus. Jetzt ist er ganz normal. So, gehen wir mal gucken. Der Stollen. Ich mag's hier nicht. Gebe ich zu. Ich warte darauf, dass jeden Moment irgendwas einstürzt oder irgendein Monster um die Ecke springt. Yvon. Oh, guck mal hier. Ich habe mal eine Kiste gefunden. Ne, nicht Escape wollte ich. Dann spricht er das nämlich ab, dieses... Hochjuckeln da. Ah, mach schon. Siehst du mal, was man alles findet. Ich rechne ja immer noch mit Wendigos. Ich meine, ja, ich bin ein bisschen geschädigt, was das angeht. Oh, toll. Na toll. Was heißt geschädigt? Ich bin vorbelastet, sagen wir es mal so. Guck mal, was macht das? 10 Sattheit, Gesundheit und Energie. Ein uraltes Symbol für die Geburt und das Leben. Hart gekocht natürlich. Nom. Lecker, lecker. Erstmal Eichen essen. So. Oh, diese Stollen, die sind so lang und unheimlich. Wie gesagt, hauptsächlich, dass es hier zusammenstürzt, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Wie oft hört man immer diese Horror-Stories, dass hier schon wieder Bergarbeiter verschüttet wurden und dann ewig lang da eingesperrt sind. Wochen in der Dunkelheit und... Oh, du hast nichts zu essen, zu trinken und dann muss man sich halt irgendwie selbst... Ich weiß nicht, also ich glaube, verhungern ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Alles andere geht ja wahrscheinlich recht schnell, aber verhungern? Boah. Wahrscheinlich stirbst du auch eher am Durst oder du fängst dann an, dein eigenes... Also was man schon alles gehört hat. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen krass, aber... Dass sich Leute die eigenen Pulsadern aufbeißen, die eigenen Hand, also die Handgelenke, nur um ihr Blut zu trinken, weil sie halt sonst nichts haben, aber wenn man so dehydriert ist, dann ist das schon so richtig dickflüssig und du kriegst es gar nicht mehr raus, das Blut, und ah, oh, widerlich, ah, oh, ich will nicht drüber nachdenken, mir wird gerade ganz anders. Oha, was ist jetzt? Bist du wahnsinnig? Hör auf, mich zu schubsen! Du bringst uns noch alle um! Hör auf damit! Deine Gier hat dir das Hirn vernebelt! Nein, tu das nicht! Ach du Scheiße!
Was bitte? Kannst du mich hören? Hörst du mich? Bist du noch ganz? Komm schon, sag was! Alter, was zum Geier? Da war doch Diebe. Hey, du da! Was hast du getan? Ich? Gar nichts. Einer von euch muss ihn in den Stollen gestoßen haben. Wenn du nicht hier rumschnüffeln würdest, wäre nichts von dem passiert. Ich habe nichts damit zu tun. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Was es auch ist, ihr habt euch für einen Mord zu verantworten. Nur wenn er davon erfährt. Wie wer? Ich bin auf Herrn Ratzig und Meister Pfäfers Geheiß hier. Wer des Königs Silber stiehlt, endet auf dem Scheiterhaufen. Kein Mensch stiehlt in dieser Mine Silber. Das wird sich noch zeigen. Aber ich an eurer Stelle würde das Weite suchen, bevor ich hier rauskomme. Ich habe keine Lust, euch quer durch die Provinz zu jagen. Glaubt dem kein Wort! Von dort unten kann er uns nichts und wir sind in der Überzahl. Obendrein kennt er sich hier nicht aus. Aha, wart mal kurz. Oh, ich sehe nichts. Warte nur. Habt ihr etwa Bögen da oben? Ja, ja, ich hab schon gesehen. Ihr schießt auf mich, ne? Aber warte mal, ich habe eine bessere Idee. Oh, ich kann ja nichts trinken, wenn ich im Kampf bin, verdammt. Warte nur, Freundchen, ich komme hier irgendwie raus gleich. Oh, jetzt kann ich einen Trank nehmen, warte. Und zwar nehmen wir mal... Wir nehmen mal... Nachtfalke. Warte mal ab, ich zeig dir gleich was. Wie toll ich im Dunkeln sehen kann. Essen. Guck mal. Oh, sehen wir hier die Oberhand hat gleich. Oh, ich sehe trotzdem nicht so viel. Hä? Ja. Ach, da bist du ja. Ey, du Schwein. Merken sich meine Unterarten? Oha, vielleicht sollte ich das doch nicht machen. Warte mal. Vielleicht renne ich einfach mal raus. Fokus, wo habe ich denn gespeichert? Nein, das ist schon ein bisschen her. Mist. Hey, ganz ehrlich, der will auf mich schießen. Und sagt auf einmal, ich bin der Doofe, oder wie? Das hat das auch nichts gebracht mit dem Trank. Das ist für ein Banditen. Das sind doch keine Bergarbeiter hier. Warte mal, wo geht's denn? Ich meine, da ging ihm eine Leiter rauf, klar, aber führt die auch raus? Hey, ganz ehrlich, die haben sich gegenseitig hier runtergeschubst. Ich dachte, ihr seid ganz einfache Ganoven. Ach, da geht's raus, guck mal. Bisschen eine ewig hohe Leiter. Das war wieder die Strohhutbande, dachte ich. Ne. Da. Und außerdem, warum schießen die auf mich? Als wäre ich so dahergelaufen. Ich meine, ich habe immerhin eine Montur an. Ich habe... Na gut, was sehe ich da? Die haben ja auch immer Monturen an, die ganzen Banditen. Ich sehe es halt doch nicht weiter, ne? Ich habe aber oben den Himmel gesehen. Oje, oje. Merken sich deine Verbrechen, ist mir doch egal. Oh, schlecht. So. Wie geht's denn hier weiter? Ach Gott, ich hasse Stollen. Ich hasse Minenstollen. Die gehen so ewig lang und du hast was immer das Gefühl... Was sagt man dazu? Hey. Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Genau. Schon wieder Gnadenstoß. Ich, weißt du, warum töte ich die immer gleich mit einem Treffer? Mein Problem. Ich bin nicht der Böse hier. Nicht immer. Ich bin vielleicht der Schelm und der klaut, aber nicht der Böse. Gott, das ist echt verzweigt hier. Aber ich glaube, ich laufe auf den Punkt zu, wo ich hin soll, hä? Oh, hallo. Scheiße. Hi. Macht mir nichts, ne? Ist gut. Okay. Ich gehe dann mal. Hat er mich jetzt gar nicht registriert, oder? Ich meine, ich habe eine Fackel in der Hand, ja? Hätte ich mich vielleicht wieder maskieren können, wie ein Kumano oder was? Nein. Maskieren wie ein Bergarbeiter. Warum ist der jetzt so schnell hingerannt? Guck mal, der rennt immer noch. Hey, hey, hey. Vorsicht, Freunde. Wo geht ihr hin?
Jetzt da bin ich richtig, glaube ich. Ich komme aus der Mine. Das ist echt ein riesiger Minenstollen hier. Unglaublich. Achso, und warte mal, die Wege ist wahrscheinlich das Intelligenteste zu folgen. Aber wie schnell die sind. Ich meine, Heinrich ist sehr vital, der kann sehr gut rennen, aber... Hey, Freunde. Und ich habe mir schon gesagt, die Pferderüstung war ungefähr in der Nähe, wo ich da letztes Mal war. Oh Gott. Ich sehe kaum was. Zu hell. Ach. Hey, Freunde, wo rennt ihr denn hin? Ich will's hoffen, du. Und vor allem, die haben ja auch gesagt, die Gier, ne? Du bist so gierig, dann haben die selber geklaut. Übrigens, das wird gerade tatsächlich Wein gesoffen. Guck mal, hier unten müsste das sein mit der Pferderüstung. Oder? Habt ihr geschrieben, das ist... Oder hier, am Grab irgendwo. Also, in Anführungsstrichen Pferderüstung. Das ist eben so ein Kopfteil, glaube ich, was man dem Pferd anziehen kann. Ich werde mich vielleicht mal informieren dann nochmal. Okay, dann war es das hier überall. Dann gehe ich mal zu Andreas und sage ihm Bescheid. Andi. Warum auch mit dem... Warte mal. Bring Adams Wertsachen, bring dem Wirt die Wertsachen und dann... Ich geh erstmal runter nach Ratai. Warte mal, erstmal mit Pferdchen. Oh, Pferdchen, wie schnell du mich immer findest, ne? Unglaublich. So ein gutes Tier. Was ist mit meiner Ausdauer eigentlich? Warum steigt die nicht mehr? Warum geht meine Ausdauer nicht mehr hoch? Hm. Ja, kehre zu Adam mit dem Geld zurück. Ich hoffe, das geht noch von der Zeit, nicht dass... Oh Gott, was für ein Umweg. Nee. Warum nicht unten über Sasau? Das geht doch viel schneller, oder? Was weiß ich. Heinrich ist der Landeskundige. Hm. Nee, das lief jetzt nicht ganz schön. Ich meine, ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich hier gierige Bergarbeiter töten muss, aber die haben ja angefangen. Ich finde es halt immer doof, wenn diese Einblendung kommt, dass sich die Menschen meine Taten merken werden, als hätte ich das jetzt zu verantworten, wenn die mich angreifen. Das war Verteidigung. Außerdem, wie soll man auseinanderhalten, ob es Bergarbeiter oder Banditen sind? Hm. Nun ja. So, sind wir bald da? Es wird schon spät. Da sind wir. Ach Gott, Kinder. Ich weiß, ich habe keine weiße Weste, so wie ich mit Heinrich spiele, aber ganz auf die ritterliche, da müsste man zu viele Abstriche machen, glaube ich, dann hätte man nicht viel von. So, dann dürfte ich zum Beispiel auch keine Banditen plündern, wenn ich sie erledigt habe. Das wäre auch so ein Ding. Dann, wo kriegt man dann sein Geld her? Durch diesen schmalen Sold, den man hier verdient? Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Und außerdem sind wir noch nicht mal zum Ritter geschlagen worden. Und wenn das so wäre, dann hätten wir auch Ländereien. Weil Ritter waren ja auch immer Edelleute so ein bisschen. Die hatten ja nicht einfach nur den Titel Ritter, die waren auch immer von und zu. So, wo ist er denn, Adam? Bist du ja beim Wirt gerade? Nee. Doch. Adam, da unten. Hey, ich hab was für dich. Schön, dich zu sehen. Ja, doch, warum nicht? Zufällig lief ich diesem Köhler über den Weg, über den wir gesprochen hatten. Aber was? Hm. Ihm den ganzen Anteil geben oder einen Teil? Ich gebe ihm den ganzen Teil. Ich habe zwar was, aber das ist bestimmt nicht alles. Da war auf jeden Fall mehr. Aber das hier ist besser als gar nichts. Danke. Was schulde ich dir? Na, ich will nichts. Ich bin froh, einem Nachbarn geholfen zu haben. Wie großzügig von dir, Heinrich. Ich bin dir unendlich dankbar. Falls du je was brauchst, komme ich zu dir. Dein Kreuz? Ich habe doch noch dein Kreuz, Adam. Willst du das nicht? Okay, dann halt nicht. Wie gesagt, ich kann jetzt auch mal... Oh, Hans, der Hans. Wie geht's dir, mein Freund? Bist du wieder am Saufen? Was kann ich für dich tun? Warum? Junge. Ich habe mit Wolflin verhandelt. Wie ist das gelaufen? Er ist tot. Er ist tot. Was? Wie ist das passiert? Ich habe ihn zum Duell herausgefordert. Du hast Wolflin von Camberg zum Duell herausgefordert? Jesus. Heinrich, ich weiß nicht, ob du mutig oder wahnsinnig bist. Beides. Vielleicht beides. Ja. Was ist mit den anderen? Sie haben sich zerstreut. Bernhard kann sich den Rest vorknöpfen. Darauf trinken wir.
Ich will die ganze Geschichte hören. Ich erzähle sie gern. Ja, komm, so viel Zeit muss sein. Bill, wie üblich. Was ist denn? Kann ich jetzt mit ihm... Kann ich, Heinrich? Kannst du mit ihm... Was? Inventar? Warte, ich kann nicht mit ihm reden. Och man, ich wollte jetzt mit Hans... Na gut, vielleicht ist es besser, wir saufen nicht wieder mit Hans. Das hat immer irgendwie was Nachteiliges an sich gehabt. Ach guck mal, da steht auch sein Pferdchen. Aber immerhin hat er seine Klamotten wieder. Ich bin sehr froh, dass das so ist. Hab ich doch. Kehre zu Ada mit dem Geld zurück. Hab ich doch gemacht, Mensch. Was ist denn hier? Bin der Adams Wertsachen. Hab ich doch. Kinder, ich weiß auch nicht warum, aber das wird nicht gezählt irgendwie. Nun ja. Dann ist das halt so. Vielleicht gehe ich einfach zu Andreas und sage ihm Bescheid, aber das Kreuz habe ich ja schon seit Ewigkeiten. Vielleicht wird das deswegen nicht, ich weiß nicht. Wird das deswegen nicht mehr gezählt? Wer weiß. Ach, der Hans, ich bin froh, dass es ihm gut geht. Ich meine, hätte auch ganz anders laufen können, wenn sie noch die Banditen hier jagen. Er ist halt ein bisschen leichtsinnig manchmal. Aber man muss zugeben, er ist ein verdammt guter Kämpfer. Also er hat mich beim ersten Mal richtig nass gemacht. Im Schwertkampf. So. Wow. Ja, gib mir einen Moment. Ja, hier, Andreas. Wahrscheinlich ist er nicht ganz glücklich darüber, dass ich das Geld nicht hergebe. Es war nicht einfach, aber ich hab's hingekriegt. Also ist es gut gelaufen? Hast du was oder nicht? Ich habe den Köhler aufgespürt, aber es hat sich nicht gelohnt. Er hatte nichts mehr Wertvolles. Du kommst mit leeren Händen? Lächerlich. Da hätten doch zumindest eine Menge Groschen sein müssen. Und woher willst du das wissen? Ich habe das letzte bisschen aus ihm herausgedroschen und das war nicht viel. Vielleicht hat er den Rest verzecht. Vielleicht, falls das der richtige Mann war. Bist du sicher, dass du nicht den Falschen erwischt hast? Er hat gestanden und das Geld rausgerückt. Wäre sein Gewissen rein, hätte er das doch kaum getan, oder? Kommt drauf an, wie du ihm zugesetzt hast, oder? Egal. Lassen wir es gut sein. Kannst die Groschen behalten und sie dir dahin schieben, wo keine Sonne scheint. Komm, stell ich mir nicht so an. Oh, sehr gut. Das war's mit der Quest. Habe ich das Kreuz jetzt noch? Ich will das nicht haben. Der arme Adam, guck mal, ich hab's bestimmt... Ja, natürlich habe ich's noch, das Familienkreuz von Adam. Ach Gott. Zerfix noch einmal. Warum habe ich das noch? Unter Tage. Informiere Tobias Pfeffer. Mach ich doch. Hey, Pferdchen, was ist denn los? Bist sehr anhänglich wieder, ne? Also gut so. Ich mag ja... Ich mag meinen Jenga. Django. Django. Oh, ich muss was essen. Kann ich mir irgendwas schnorren vielleicht? Ist immer so knapp auf Reisen. Ich kann ja nicht immer nur Pilze und so Trockenkram essen. Das ist doch nicht gesund auf Dauer. Da kümmert dir doch der Magen irgendwann. Ach was, ich lege mich ganz kurz nochmal schlafen und dann werde ich das... Ich muss das morgens erledigen, weil jetzt schlafen sie wieder alle. Ist schon wieder Regen. Ich weiß, dass Verrust abgeschlossen ist. Danke. Erinnere mich doch nochmal dran, bitte. Oha. Hier kommt was. Oh, je, je. Was ist denn... Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ausgang der Geschichte jetzt hier. Allein schon, weil ich das Kreuz nicht abgeben kann. Ich gehe das ja doch... Hallo, was macht denn Hanusch hier? Der ist immer wie... Und der Priester. Was habt ihr denn ausgeheckt? Wie denn abends immer hin? Der Edelmann, der alleine hier zu Fuß irgendwo hinläuft? Ich meine, Hans geht auch nie ohne sein Pferd irgendwo hin. Das ist so das Äquivalent zu dem Porsche wahrscheinlich. Der junge Adlige, der mit dem Porsche durch die Gegend fährt. Nun ja. Dann gehen wir mal ein bisschen pennen. Die Minute hänge ich jetzt noch dran da. Lass mir dran da. So. Habe ich noch was zu lesen? Ich kümmere mich für morgen ums Essen. Ihr wisst ja, ich muss ja nichts essen. Also ich habe sowieso immer... Die Sattheit, die sinkt nicht, wenn ich einfach da rumsitze. Durch die Kontemplation. Was ich eigentlich ein total gutes Perk finde immer noch. Aber ich habe mir mal die Hauptstufe angucken. Was ist eigentlich Maximum? Wahrscheinlich... Ganz oft ist es ja Stufe 20. In einem asiatischen Rollenspiel wäre es wahrscheinlich Stufe 500. Und ich würde Milliarden an Schaden verursachen. Was ist das?
So. Okay. Boah, das hört sich immer so an. Ich weiß nicht. So, als würde es noch leben in unserem Mund. So. Genau, Hauptstufe wollte ich mal gucken. Kampf habe ich noch. Ah, sehr gut. Oh, oh, oh. Gegen alle Erwartungen. Deine Stärke und deine Agilität sowie die Fähigkeiten Kampf und Verteidigung sind um 20% erhöht. Ah, wenn deine Gegner im Kampf in der Überzahl sind. Angriffsserie. Jeder Treffer in einer nicht unterbrochenen Angriffskette bewirkt mehr Schaden als der Treffer zuvor. Ja, gut. Wenn du bei deinem Gegner eine blutende Wunde verursachst, erhältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke. Das ist so gemein. Ich nehme mal das entgegen aller Erwartungen, weil ihr habt es ja gesehen, gegen mehrere Gegner macht es dann schon Sinn. Und das ist oft mal der Fall. So. Oftmals berüchtigt. Hm. Güldene Zunge. Zwei auf Redekunst, aber dann mal das von zwei auf Stärke. Das ist Quatsch. Finde ich, wie gesagt, echt Quatsch. Lesefertigkeit. Naja. Nee, da brauche ich eigentlich gar nichts mehr nehmen, glaube ich, oder? Eventuell. Hier. In Städten und Dörfern sowie in ihrer unmittelbaren Umgebung hältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst. Und hier in der Naturbursche bekomme ich dann dasselbe. Aber kann nicht mehr mit Bürger kombiniert werden. Ach komm. Ja, das Bürger. Ist ja auch egal. Wie gesagt, es macht kaum noch Unterschiede, wenn ich irgendwas nehme. Heinrich ist sehr schnell sehr stark geworden. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bedenklich. Weil wir sind halt nicht der Superheld hier. Ganz gewiss nicht von der Gesinnung. Absolut nicht. Um Gottes Willen. Ich würde mich ja nicht wohlfühlen, wenn ich der Strahlemann wäre hier. Ganz und gar nicht. Ich bin immer so ein bisschen... Ja, zugegeben, ich bin halt eigentlich meistens immer so genau das Gegenteil in Spielen. Und trotzdem muss man sich immer wieder verantworten. Verstehe ich nicht so ganz. Also jetzt nicht dich hier vor der Obrigkeit, sondern generell so für seine Taten. Ich meine, das ist doch... Das ist doch meine Entscheidung. Naja. Oh, Hans, da war er wieder, mein Kumpel. Hans, mein Kumpel. Meister Pfeffer. Pfeffer. Meister Pfeffer. Geh mal weg. Hm? Heinrich, gut, dass du da bist. Ja, immer. Immer gut, ne? Immer gut. Wo ist denn der... Oh, das arme Ferkelchen. Wo ist denn Meister Pfeffer? Pfeffer. Wo denn? Der muss unter mir sein? Ist er gerade am Kacken? Nee, da ist ja gar nicht die Toilette. Hey! Hey, pass auf! Ja, sagt der Richtige! Drängel doch nicht so! Vorsicht! Hey! Frech! Hast du was verloren? Ja! Gleich meine Geduld! Wenn ihr mich immer wieder aussperren wollt! Ach man, der ist gerade da drin, ja? Ach man, Pfeffer! Dass ihr auch nicht zu meinen Bedingungen endlich mal aufstehen könnt! Ich muss jetzt warten, sonst kriege ich ja Ärger, ne? Hab mir in der Küche... Sind die aber immer so spießig, wenn man einfach mal zu den Leuten ins Schlafzimmer einsteigt. Zit, zit, zit. So, Meister Pfeffer. Bist du jetzt aber wach? Was ist das für eine Einstellung? Es ist 8 Uhr und der pennt noch. Sag mal. Gute Frau, krieg ich was zu essen? Grüß dich, Heinrich. Dankeschön. Grüß dich auch, meine Liebe. Nee, das wird mich übersättigen, glaube ich. Meine Sattheit würde zu hoch sein. So. Ja? Ja? Okay. Ist er... Pfeffer! Ich meine, ist er wach jetzt? Das ist ratzig. Schlaft ihr in einem Zimmer? Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Gar nicht. Ich bin nicht hier. Du hast mich nicht gesehen. Ist denn... Da geht er schon wieder. Pfeffer! Was zur Hölle machst du da? Gott sei mit dir, Junge. Mit Pfeffer reden. Was kann ich für dich tun? Der Kerl macht Homeoffice. Okay, das ist was anderes. Dann war er wahrscheinlich schon eine Weile wach. Ich bin wegen der Mine hier. Sehr gut. Was hast du herausgefunden? Der Hof wurde geplündert und hat Schaden genommen. Es wird dauern, ihn wieder in Ordnung zu bringen, aber er muss nicht neu aufgebaut werden. Hallo, Heil! Mir fällt ein Stein vom Herzen.
Und hast du dort Diebe oder irgendetwas Verdächtiges bemerkt? Wendel und seine Leute haben Silber gestohlen. Diese Maden. Ich wusste es. Hast du ihn hergebracht? Naja, wie? Leider nicht. Er hatte Angst, auf dem Scheiterhaufen zu landen und versuchte, mich zu töten. Nun, ich bin froh, dass ihm das nicht gelungen ist. Aber nun werde ich gar nichts erfahren. Tja, das ist wohl Pech, nicht wahr? Ach Mann, was hätte ich denn machen sollen? Ich wusste nicht, wie jetzt doch? Ach Mann, nee, Belohnung, weiß ich. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Ich glaube zwar nicht, dass jeder von die Rede war, aber da du alles genauestens ergründet hast, verdienst du gewiss ein, zwei Groschen für deine Mühen. Okay. Es war mir ein Vergnügen. Gut, hier, bitte. Hätte ich vielleicht doch alle killen sollen. Ein hübsches Sümmchen. Danke. Das ist wirklich ganz okay. Dankeschön. Er ist sehr großzügig, finde ich wirklich. Also da will ich nicht unverschämt sein. Meister Pfeiffer, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Münzen transportierte. Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja. Ein gewisser Ritter erschien dort. Offenbar war auch er hinter den Fälschern her. Das ist wahrlich überraschend. Was hat er dir gesagt? Der olle Ulrich. Ja. Ja, es ist so eine Sache mit Ulrich. Aber ihr merkt schon, ich mache jetzt die Hauptquest weiter. Beziehungsweise, ja gut, es ist eigentlich schon ein bisschen spät, aber... Ich fragte ihn nach seinem Lehnsherrn, aber ohne Erfolg. Die Zeiten sind wahrlich eigenartig. In vergangenen Tagen wetteiferten die Ritter um die Lobpreisung ihres Namens. Und heute nehmen sie fremde Namen an, verbergen ihre Wappen und schleichen durchs Land wie Diebe. Es schien, als verberge er seinen Namen, weil sein Herr mit Herrn Ratzig in Konflikt steht. Das kann gut sein. Herr Ratzig hat als treuer Anhänger des Königs viele Feinde. Guck mal, die Wache hinter mir, der lungert die ganze Zeit da rum. Er heißt Ulrich. Er sah aus wie ein Ritter, aber er wollte die Farben seines Herrn nicht preisgeben. Ulrich, sagst du? Könnte jeder sein. Kannst du ihn beschreiben? Ein älterer Kerl mit Schnurrbart. Doch so grau sein Haar auch war, er war ein zäher Brocken. Kommt mir nicht bekannt vor. Allerdings wissen wir auch nicht, ob Ulrich sein wahrer Name ist. Ja, allerdings, ne? Er sagte mir, dass die gefälschten Münzen nach Passau gebracht und dort gegen Goldmünzen getauscht werden, die wiederum zurück nach Böhmen gebracht werden. Das erklärt, weshalb die gefälschten Münzen das Passauer Gegenzeichen tragen. Sein Herr ist mit dem Passauer Ratsherrn verbündet. Sie beauftragten ihn, all das zu klären. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Er gab mir diese Schriftstücke als Beleg seiner Aufrichtigkeit. Es sind Berichte über die Verhöre der Verhafteten in Passau und ein paar andere Schriften. Er dachte, du würdest sie besser verstehen als er. Lass mich sehen. Wir, die Ratsherren der Stadt Passau, Verhör an diesem Tage, und der Schmerzen preisgab, der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist. Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab, Kupferkern mit Amalgam überzogen. Das ist interessant. Hier wird beschrieben, wie die gefälschten Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf dass ich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift. Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem hohen Schreiber der Rosenbergs. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Also Pfeiffer ist echt nicht schlecht. Was hat all das zu bedeuten? Auf jeden Fall erklärt es, weshalb dein Ritter so geheimnisvoll ist. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Was? Silberamalgam. Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus, am Sasauer Hauptplatz. Ja, Amalgam ist auch das, was man in die Zahnfüllungen bekommt oder bekam. Aber das ist sehr zweifelhaft, finde ich.
also ob man das nutzen sollte, weil es geht ja nicht mal um das, es geht nicht mal um das Quecksilber, sondern um das Silber vielleicht auch in der Sache. Das zieht sich nämlich die Zahnwurzeln runter. Also ich habe das schon gehört, dass Zahnärzte sagten, sie haben Zähne gezogen, da war dann wirklich die Wurzel silbern. Na, das ist alles so ein bisschen zweifelhaft, sollte man vielleicht nicht machen. Na gut, ich gehe mal. Alles klar, Leute, das war's für den Part. Hey, ich danke euch fürs... Ja, ich passe auf, immer. Ich danke euch fürs Zusehen, wäre richtig schön, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und ja, mir vielleicht schreibt, wie euch der Part gefallen hat. Ich weiß. Ich habe einiges wieder gemacht, was zweifelhaft war. Andererseits war das auch wieder Unwissenheit. Ich habe es erst bereut, dass ich die Typen nicht... Entschuldige. Dass ich die Typen umgehauen habe und dann habe ich mir gedacht, ich hätte es eigentlich doch umhauen sollen, gerade aus dem Grund. Weil Pfeiffer hatte das von uns erwartet. Ist halt immer so eine Sache. Wie du machst, machst es verkehrt. Danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal mit Kingdom Come Deliverance. Ciao.